Hallo, guten Abend. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben heute schon zum dritten Mal unsere Eltern-Baby-Sprechstunde mit unserer Leitung vom Krabbelcafé in Lauterecken, Katja Hesch. Ich habe mir mal überlegt, eigentlich ist es ja nicht wirklich eine Eltern-Baby-Sprechstunde. Ihr könnt ja alle nur zuhören. Die einzigen, die sprechen, sind die Katja und ich. Vielleicht sollten wir es umbenennen. Wir werden heute zum letzten Mal jetzt vor dieser oder am Anfang der Ferienzeit dieses Angebot haben und wir werden mal gucken, wie lange die Katja in Urlaub ist, ob sie vielleicht dort von irgendwelchen Sachen aufgehalten wird und nicht mehr zurückkommt. Danach werden wir dann ganz aktuell auf Facebook veröffentlichen, wann es weitergeht. Ihr seht, wenn ihr live dabei seid, heute benutzen wir das erste Mal einen YouTube-Stream. Das hat technische Gründe. Es ist etwas einfacher. Leider konnten das letzte Mal manche nicht sich einschalten. Es liegt einerseits daran, dass, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, wir sind ja finanziert von öffentlichen Mitteln. Das Internet ist nicht so optimal in Rheinland-Pfalz im ländlichen Raum. Deswegen wäre es halt wunderbar, wenn vielleicht im Zuge der ganzen Wahlkampagnen einfach auch nochmal das Internet in Rheinland-Pfalz besser wird, sodass man gerade im ländlichen Raum auch besser mitgucken kann. Und auch die Katja hat es leider erwischt das letzte Mal. Ihre Rede ist eingefroren. Ihr habt es ja gesehen, das Bild war so verzerrt. Also dafür entschuldigen wir uns, aber wir können eigentlich nichts dafür. Wir hoffen, dass es heute besser wird, weil wir das über YouTube streamen und ihr könnt es euch dann auch auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Arbeitsstelle im Nachhinein noch angucken. So, heute ist der Welttag der Schokolade. Großartig. Schokolade essen ja viele gerne. Ein Leben ohne Schokolade ist möglich, aber sinnlos, sagen ja viele. Und als hätten wir es geahnt, ist das Thema für heute Stillen, Beikost und Co. Die Katja hat einiges für uns vorbereitet und ich werde jetzt übergeben. Liebe Katja, guten Abend. Hallo auch von mir. Ich freue mich auch wieder für euch da zu sein. Stillen, Beikost und Co. Ernährung ist ein riesiges Thema. Ich muss hier ja auch wieder so zusammenfassen und ich habe ein paar Highlights rausgesucht. Anfangen möchte ich mit Stillen. Still beginnen. Was kann ich machen für erfolgreiches Stillen? Die Babys können instinktiv den Weg zur Mutterbrust finden. Trotzdem müssen Baby und auch Mama das Stillen lernen. Dafür ist das Wochenbett da. Die Zeit muss man sich lassen, muss man dem Kind lassen. Und dann klappt das bei Mama und Kind und manchmal auch mit Unterstützung. Wie kann ich denn feststellen, ob mein Kind Hunger hat? Das ist ja am Anfang auch, das Kind weint, man weiß nicht, hat es die Windel voll, möchte es getragen werden oder hat es Hunger? Weinen ist der letzte Hilfeschrei, den das Kind loslässt. Also ein Kind fängt an zu schmatzen, dreht den Kopf, öffnet den Mund, bringt die Fäuste schon zum Mund. Das sind die ersten Zeichen, die uns erkennen lassen, dass das Kind Hunger hat. Und dann können wir das Kind anlegen. Wir müssen also nicht warten, bis das Kind schreit. Am Anfang ist wichtig, ich habe jetzt auch hier ein Baby heute dabei, ist die richtige Lage des Babys. Und zwar hat man ja das Baby auf dem Arm und guckt so an. Das ist auch wieder diese ideale Entfernung für den Blickkontakt. Und wenn ich das Kind jetzt so anlegen würde, dann müsste es den Kopf drehen. Und das möchten wir nicht. Wir möchten, dass es das Kind bequem hat. Deswegen drehe ich, ich stelle mich jetzt mal so ein bisschen hin, ich drehe das Kind mit dem Bauch an Bauch und der Kopf ist dann gerade in einer Linie. So halte ich das Kind optimal zum Stillen. Wichtig ist, dass die Mama auch entspannt sitzt. Schön ist, wenn der Papa eine Massage gibt, dann entspannt die Mutter und dann kann die Milch gut fließen. Also ich bringe auch nicht die Brust zum Kind, sondern das Kind zur Brust. Und dann kann man noch mit Stillkissen oder mit einem anderen Kuschelkissen oder mit einer Lehne das Kind unterstützen. Und dann legt die Mama sich zurück und stillt ganz gemütlich das Kind. Wichtig wird ja immer wieder gesagt, das Trinken für die Mama, aber noch viel wichtiger ist das Essen. Die Mama muss genug Kalorien zu sich nehmen, um genug Milch zu produzieren.
Und dann ist es ganz schön, wenn die Mama stillt und der Papa vielleicht dann was zu essen der Mama hinstellt. Jetzt ist es ganz ideal. Es gibt ganz viel frisches Obst, da hat man die Flüssigkeit, alles, was einfach lecker ist und worauf die Mama Lust hat. Das Stillen ist mehr als nur Ernährung. Wir haben jetzt gesagt, Stillen, Beikost und Co., Stillen, Ernährung. Was passiert bei dem Stillen? Ich habe Körperkontakt, die Bindung wird gestärkt, das Kind befriedigt sein Saugbedürfnis. Man gibt Berührung. Ich habe gesagt, ne, der ideale Abstand. Also ich kommuniziere auch mit meinem Kind. Ich habe den Blickkontakt und ich gebe meinem Kind Geborgenheit. Jetzt fragt sich vielleicht eine Mama, naja, ich still gar nicht, kann ich meinem Kind das alles nicht bieten? Auch da ist es wichtig, wenn ich die Flasche gebe, dass ich das Kind nicht irgendwo in einen Autositz setze oder hinlege und die Flasche, ne, in Entfernung gebe, sondern ich tue auch beim Flaschefüttern das Baby zu mir drehen. Ich habe den Blickkontakt, der gleiche Abstand und gebe dann die Flasche dem Kind. Was ich auch öfters beobachten kann, egal ob beim Stille oder Flasche geben, dass die Mama da sitzt mit dem Handy in der Hand und auf das Handy guckt. Das sollte man auch beim Stillen und beim Füttern auch wieder nicht machen, sondern den Fokus auf das Kind. Es gibt Hindernisse oder Schwierigkeiten beim Stillen. Das kann einmal das kurze Zungenbändchen sein oder Schlupfwarzen, Milchstau, Brustentzündung, Wundebrustwarzen. Und bei diesen Problemen ist es gut, wenn man sich Unterstützung holt. Das kann die Hebamme sein, es kann die Familienhebamme, die Familienkinderkrankenschwester sein, die auch jetzt in dieser Zeit Hausbesuche machen. Oder Unterstützung bei Stillberatern gibt es auch wenige bei uns, aber die sind zu finden. Und da zeigt uns die Ute die Links dazu. Das ist einmal die Stillberater von IBCLC, eine große Gruppe, oder La Leche Liga oder AFS, findet man im Internet. So, ich zeige es euch gerade mal. Das ist auf unserer Website zu finden. Wir haben die Links hier eingestellt und ich zeige euch jetzt gerade mal, das ist der Berufsverband der deutschen Laktationsberaterinnen. Und das zweite ist die La Leche Liga. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen, was wir jetzt eben gerade gehört haben, weil das ging doch jetzt ein bisschen schnell und da kann man sich genauer informieren und auch Infoblätter bestellen. Und es gibt auch so eine Frage-Ecke, wo man Fragen stellen kann. Also ich finde, das ist eine sehr schöne, umfängliche Seite. So. Das war das erste Thema, was wir uns heute überlegt hatten, das Thema Stillen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Habe ich genug Milch? Mein Baby will dauernd trinken und schläft nicht durch. Katja, was kann man bzw. Frau da tun? Genau, nicht nur Frau, sondern auch Mann, weil der Mann kann da auch unterstützen, der Papa kann da ganz viel leisten. Ein Kind trinkt alle, früher hieß es, alle 4 Stunden muss ein Kind trinken oder darf ein Kind nur trinken. Da ist man jetzt zum Glück schon jahrelang davon entfernt wieder. Trotzdem hört man das auch immer wieder. Und dann macht man sich Gedanken und dann fängt es an, ne, die Spirale, ich habe nicht genug Milch oder mein Kind ist zu unruhig oder ich mache irgendwas falsch. Ein Kind trinkt am Anfang alle 1 bis 3 oder 4 Stunden. Das heißt, die Abstände sind auch nicht immer gleich. Es kann nach einer Stunde wieder Hunger haben, es kann auch 3 Stunden oder vielleicht auch mal, wenn man Glück hat, nachts 4 Stunden schlafen. Oder wenn man unterwegs ist oder das Kind im Kinderwagen ist oder im Tragetuch getragen wird, dann zögert sich das auch noch mal raus. Wichtig ist auch, dass man da von Anfang der Stillmahlzeit oder der Flaschenmahlzeit rechnet, also wenn man um 12 Uhr füttert und das Kind, es gibt schnelle Trinker, langsame Trinker, und wenn das Kind
dann auch eine halbe Stunde braucht, dann rechne ich nicht ab 12.30 Uhr und denke, naja, um 13.30 Uhr hat es schon wieder Hunger. Dann sind ja schon anderthalb Stunden dazwischen und nicht eine Stunde. Also immer vom Anfang der Mahlzeit rechnet man. Ob das Kind genug hat, sieht man, was in der Windel, das war unser Thema letzte Mal, was in der Windel erscheint. Wenn die Windel voll ist, dann kommt auch automatisch oben was rein. Ein Wiegen nach jedem Stillen ist nicht notwendig, genauso wie auch die Flaschennahrung nicht festgelegt ist auf 6 Mahlzeiten mal 100 Gramm oder mal 50 Milliliter oder was weiß ich, sondern auch nach Bedarf. Man füttert die Kinder, egal ob stillen oder mit der Flasche, nach Bedarf. Für die Flaschenkinder gibt es die Pränahrung, die sollte man von Anfang an nehmen und die Nahrung ist auch ausreichend, bis das Kind keine Flasche mehr braucht. Es gibt Gründe, auch auf die Einsernahrung umzusteigen. Das sollte dann mit dem entsprechenden Fachpersonal besprochen werden. Und da sollte man einfach nicht zu früh danach greifen. Qualitativ ist die Pränahrung einfach besser. Gewichtskontrolle macht auch am Anfang die Hebamme. Dann macht man die U-Untersuchung am Anfang in gewisser Taktung. Da sieht man auch, ob das Kind gut zunimmt. Wenn man Sorgen hat, einfach mal anrufen und einen Termin ausmachen. Da ich ja gesagt habe, nach Bedarf füttert man, gibt es ein zu viel eigentlich nicht. Ja, man kann ein Kind nicht überfüttern. Was würde passieren, wenn es doch zu viel trinkt? Es spuckt. Das ist ein ganz normales Verhalten. Die Babys haben noch das natürliche Hungergefühl. Wir Erwachsene haben das nicht mehr. Wir essen normalerweise, was wir uns auf dem Teller machen, ob wir satt sind oder nicht. Wir essen den Teller leer, wir lassen keine Reste. Und deswegen essen wir oft auch zu viel. Oder wir haben dann Süchte nach Schokolade und können dann nicht mehr aufhören. Und das ist bei den Babys noch nicht da. Die haben ein ganz normales Sättigungsgefühl und da kann man auch nichts mehr reinbringen, wenn die nicht wollen. Das zu wenig Trinken kann auch mal sein, also dann spricht man von Gedeihstörungen, wenn das Kind nicht ordentlich zunimmt. Oft sind die dann auch schlapp und müde. Wenn das der Fall ist, braucht man eben auch professionelle Hilfe, muss man das Kind wecken, ist es am Anfang vielleicht ein bisschen gelb, ist da irgendwas los oder stimmt der Sauger nicht, stimmt die Stillposition nicht. Und manchmal reicht da ein Termin zur Beratung und dann klappt es doch auch wieder. Stillen, habe ich ja auch gesagt, ist mehr als Ernährung. Das heißt, mein Kind darf auch an der Brust nuckeln. Also es darf sein Saugbedürfnis daran stillen. Es gibt kaum ein Flaschenkind, das nicht einen Schnuller hat, eben weil die Kinder außer dem Hunger auch ein Saugbedürfnis haben. Und ein Schnuller ist eine Brustersatz, also nicht umgekehrt. Wichtig ist wieder das richtige Anlegen und dann passiert da auch nichts. Also wird auch keine Brustwund oder sonst was. Dann haben die Kinder auch mal Wachstumsschübe, also die wachsen nicht jeden Tag gleich viel, sondern in Schüben. Das hat man mittlerweile auch durch Studien festgestellt. Und dann haben die Kinder auch unterschiedlich Hunger. Also ich habe Teenager-Kinder, da ist das auch noch so, wenn die Wachstumsschübe haben, dann essen die ohne Ende, dann muss ich ihnen vielleicht ganz viel Käse hinstellen oder so, dass sie satt werden. Und dann gibt es wieder Tage, wo die gar nichts essen oder sehr wenig. Also das ist wirklich nicht nur bei Säuglingen so, sondern das zieht sich auch im gesamten Wachstum, zieht sich das durch. In der Regel bei Stillkindern ist es so, dann muss die Milchproduktion erhöht werden und dann muss man vielleicht mal 2 Tage öfter stillen und dann hat sich das reguliert.
Oft bekommt man ja dann gesagt oder hat die Angst, dass das Kind nicht satt wird. Wie gesagt, das ist eine reine Regulationssache und auch bei Flaschenkindern kommt es vor, dass die dann mal mehr trinken und dann weniger. Und das ist auch nicht nur tagesabhängig, sondern auch tageszeitenabhängig. Es gibt dann Kinder, die oder oft trinken die Kinder abends noch mal mehr, ob das jetzt Stillen ist oder Flasche, weil sie da einfach auch wieder das verarbeiten müssen, was sie den ganzen Tag erlebt haben oder vielleicht tagsüber keine Zeit hatten zu essen oder zu trinken und das dann abends nachholen. Genau, dann sind wir ja schon fast bei der Beikost. Also woran erkenne ich, ob mein Kind noch satt wird oder jetzt was dazu bekommt? Aber dann habe ich mir noch notiert, genau, das Nachtsdurchschlafen ist also ganz normal, dass ein Säugling ist auf jeden Fall das erste Lebensjahr, dass sie auch nachts noch wach werden. Und da gibt es auch große Unterschiede. Von Durchschlafen sprechen wir schon von einer Schlafzeit von zum Beispiel Mitternacht bis 5 Uhr morgens, dann hat ein Kind schon durchgeschlafen. Und auch hier muss ich wieder sagen, es gibt auch viele Erwachsene, die nicht durchschlafen, die nachts was trinken möchten oder auf die Toilette gehen. Und so muss man das den Kindern auch zugestehen. Und das ist selten der Grund, dass die Kinder nicht mehr satt werden. Durchschlafen wäre vielleicht dann auch mal ein Thema oder Schlafverhalten ein Thema für einen nächsten Abend oder ein nächstes Mal. Ja, das hört sich gut an. Da werden wir bestimmt noch mal drauf eingehen, weil das ist ja ein Thema, wo wir, glaube ich, mehrere Abende mit zubringen können. Ist auch immer einer der Renner unserer Elternabende, aber das weißt du ja auch. Du hast uns jetzt freundlicherweise noch eine App empfohlen. Willst du da vielleicht noch was dazu sagen, während ich sie aufrufe? Genau, also das ist die App Baby und Essen. Die fängt tatsächlich schon an in der Schwangerschaft. Da geht es um Essen von der Schwangeren. Und die ist gestaffelt in monatsweise, was das Kind trinken soll, darf. Und dann fängt es an bei Beikost, mit was fange ich an, bis hin zum Essen am Tisch mit einem Jahr. Ja, das heißt, jetzt in unserer Sommerpause können sich die Eltern mit der App und mit den Webseiten, die wir jetzt heute vorgestellt haben, über Wasser halten. Und wir hoffen einfach, dass alle eine gute Sommerzeit haben werden. Und wenn ihr uns sehr vermisst, könnt ihr euch ja die Videos nochmal angucken. Die sind immer noch über Facebook oder YouTube abzurufen. Und schickt uns eure Fragen. Wir richten uns mit den Themen gerne auch nach dem, was so im normalen Alltag bei euch zu kurz kommt, wo man vielleicht auch bei einem Arzt oder so nicht genügend Zeit hat, um alles genau zu besprechen. Wir nehmen das gerne auf und freuen uns auch über Rückmeldungen. Und ja, es bleibt uns eigentlich nur noch, euch einen schönen Sommer zu wünschen. Und es gibt viele Sommerferienprogramme für Familien, haben wir vorhin gerade noch mal so im Team besprochen. Hinter mir seht ihr den großartigen roten Rucksack. Das ist die Ferienaktion der Stadt Kaiserslautern, bei der man mitmachen kann mit seiner Familie. Es gibt tolle Preise. Es Jugendamt Kusel macht wieder eine Familienrallye in Meddath demnächst. Dann gibt es auch im Landkreis Lauterecken eine ganze Reihe Sachen. Also wir hoffen euch. Und wir hoffen, dass es euch nicht langweilig wird im Sommer und dass wir uns alle gesund und gut erholt wiedersehen, spätestens nach den Ferien. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an Katja, danke an die Technik, an Christian im Hintergrund und auch an die Isabel, die die Website immer so wunderbar gestaltet. Tschüss.